Guten Tag, wir sind heute auf der Control 2015 auf dem Stand Quality Engineering vom Konradin Verlag. Wir haben zu Gast Herrn Sieker, Teamleiter Radiographie Dach von GE Sensing and Inspection Technologies. Schönen guten Tag, Herr Sieker. Herr Sieker, mit welchen Neuheiten sind Sie dieses Jahr auf der Control vertreten? Wir sind wieder hier vertreten mit unseren Systemen für die Computertomographie. Da haben wir zwei wesentliche Neuigkeiten. Das eine ist die zweite Generation unseres Speedscan-Systems, also ein sehr schnelles CT-System, adaptiert aus der Medizintechnik. Das zweite, was wirklich die Weltneuheit ist, das System Vitomex C450 mit der Scatter-Correct-Funktion, um deutlich erhöhte Scan-Qualitäten zu erzeugen in deutlich reduzierter Zeit. Und welche Zielgruppen sprechen Sie damit an? Mit diesen Produkten sprechen wir hauptsächlich die Kunden aus dem Bereich der Automobilindustrie an, also die großen Gießereien in der Automobilindustrie für Teile wie Zylinderköpfe, Motorblöcke, Fahrzeugteile, also alles, was eben aus Aluminiumguss besteht, für die sehr schnelle CT, für die schnelle Überprüfung des Produktanlaufes. Im zweiten Bereich ist es eben auch sehr stark getrieben durch die Luftfahrtindustrie, Inspektion von Turbinenschaufeln, um dort eben auch wirklich die Sicherheit natürlich auch zu gewährleisten, dass diese Produkte einwandfrei sind. Und ganz einfach, um den Anforderungen an die Taktzeit zu entsprechen, mussten wir da etwas Neues, einen neuen Weg gehen, um dies auch erreichen zu können. Von Ihrer aktuellen Ausstellung zu den Entwicklungen und Trends, welche Entwicklungen im Markt sehen Sie denn momentan? Ja, da gibt es ganz klar zwei Entwicklungen. Das eine ist Automatisierung. Ja, es muss natürlich immer mehr gesehen werden, dass Prozesse, auch Prüfprozesse, nicht nur Fertigungsprozesse, automatisiert ablaufen, damit mit möglichst wenig Bedienereinfluss, natürlich auch möglichst wenig Fehlereinflussmöglichkeiten die Ergebnisse erzeugt werden. Zweiter Hintergrund ist natürlich auch einfach eine Kostenfrage. Je weniger Mitarbeitereinfluss erforderlich ist, desto mehr können diese Mitarbeiter für andere wertschöpfende Tätigkeiten eingesetzt werden und müssen eben nicht ein Produkt oder ein Qualitätssicherungssystem überwachen. Das ist also ganz klar der eine Trend. Der andere Trend ist natürlich Schnelligkeit, ja? Automatisierung und dann natürlich in Tateinheit mit Geschwindigkeit und das natürlich unter Beibehaltung oder Erhöhung der Qualität. Und das sind die Anforderungen, denen wir uns derzeit gegenüber sehen. Welche Vorteile ergeben sich denn daraus für die Anwender, also für Ihre Kunden? Zum Beispiel bei der zweiten Generation dieses Speedscan-Systems ist es so, dass wir dabei sind, Taktzeiten von etwa 4 bis 5 Minuten auf 1 Minute runterzudrücken. Und damit ist gerade im Automobilbereich, wenn es um Zylinderköpfe geht, also um Neuanläufe von neuen Produkten geht, möglich, eine viel bessere, viel schnellere Überwachung der ersten Teile zu gewährleisten, damit gar nicht erst schlechte Teile, also Teile, die später nach weiterer Bearbeitung ausgesondert werden müssten, weiterverarbeitet werden. Also da steckt der große Gewinn drin, ganz schnell zu sehen, wie läuft der Prozess und damit eben auch entsprechend Geld zu sparen. Ja. Der zweite Ansatz, auch für die Scatter-Correct-Funktion, ist ganz klar in der Luftfahrtindustrie, bei den Turbinenschaufeln. Es gibt derzeit kein System weltweit, was diese Schaufeln in der erforderlichen Taktzeit prüfen könnte mit der erforderlichen Qualität. Das heißt, mit dieser neuen Funktion ermöglichen wir erst, dass neue Generationen Triebwerksschaufeln auch in den Markt gebracht werden können, weil sie entsprechend auch geprüft werden. Neben diesen speziellen Anwendungen werden aber auch weitere Anwendungen über diese spezielle Funktion möglich, eben durch eine wesentliche Verbesserung der Qualität der Daten und damit auch der besseren Auswertbarkeit, also auch der Fehlerdetektion letzten Endes. Dann schönen Dank für die Informationen und vor allem noch viel Erfolg auf der Control. Dankeschön. Vielen Dank. Danke sehr.